Willkommen Reisende, heute befinden wir uns in Soulstone Survivors. Ein Autobattler, ähnlich wie Vampire Survivors, nur in schönen Farben. Und werden wir uns mal angucken. So, ich habe eben einmal schon eine halbe Stunde gespielt, bis ich gemerkt habe, dass ich vergessen habe, das Bild aufzunehmen. Deshalb habe ich hier jetzt 370 geringe Seelensteine und einen korrupten Seelenstein. Das ist unsere Spielfigur momentan. Wir können hier noch verschiedene freischalten. Für einige wird ein Erfolg, also für alle wird ein Erfolg benötigt. Und dann kosten die geringe Seelensteine, also der zumindest. Was der nächste dann kostet, wissen wir noch nicht. Kann auch sein, dass die dann hier unterschiedlich Sachen kosten. Hier haben wir einen Schmied. Da können wir für die verschiedenen Charaktere eine andere Waffe herstellen. Aber da brauchen wir den Erfolg wieder für. Hier haben wir Runen. Die sind auch alle gesperrt. Benötigt alles irgendeine Art von Erfolg, um zum Freischalten. Ich habe jetzt, hier ist ein Fähigkeitsbaum. Zweimal hier investiert. Erhöht deinen Schadensmodifikator um zusätzlich, also 15, wenn wir es kaufen. Das erste war 5%, das zweite 10. Den habe ich uns gegönnt, um hier hinzukommen. Bei jedem Level Up erhältst du bis zu 4 Gesundheitspunkte zurück. Das würde jetzt erst, wenn wir es wieder... Wir bekommen 2 Gesundheitspunkte. Und erhöht die maximale Gesundheit um 20. Wir haben 10 freigeschaltet. Und einmal hier 3% sind wir schneller. Das nächste wäre 6% schneller. Hier haben wir Erfolge. Oh, ich habe 3 abgeschlossen. Cool. Ist jetzt nur die Frage, wo die auftauchen. Da ist einer. Eliminiere mindestens ein Lord der Leere, das brennende Tal. So. Dann haben wir erreiche Erfahrungslevel 25 in einem Spiel. Ah, das hat eine neue Fähigkeit freigeschaltet. Cool. Erreiche Erfahrungslevel 5 in einem Spiel. Hat auch eine Fähigkeit freigeschaltet, so wie es aussieht. Mehr war noch nicht. Wollt das mit euch zusammen machen und angucken. Und gucken wir uns jetzt mal den Kampf an. Also in jeder Karte kann man hier irgendwie verschiedene Materialien noch sammeln und finden. Und wir haben jetzt hier einen Versuch hatten wir. Und gucken wir jetzt mal. Also am Anfang hatten wir 120 Leben, jetzt durchs Aufwerten 130. Die Monster lassen Kristalle fallen und wir können ja auch Sachen sammeln von Steinen. Und manchmal lassen die Monster blaue Kristalle fallen. Die können wir später für Updates ausgeben. Und die gelben sind für unten ist eine Leiste. Gleich mal gucken, wenn die voll ist. So. Dann können wir hier so eine Fähigkeit auswählen, um uns stärker zu machen. Also, verbessert deine Rüstungsstärke um 16. All deine Angriffe haben eine 10% Chance, das Ziel mit Zerbrechlichkeit treffen. Erhöht dein Erfahrungsmodifikator um 20% und dein Sammelbereichmodifikator um 150%, was die Reichweite erhöht, in der du Gegenstände wie Erfahrungskristalle einsammelst. Das ist ja sehr gut für den Anfang, damit wir schneller leveln können. Da die Gegner nicht so stark sind, lassen wir das mit der Rüstung erstmal. Ich habe dann noch herausgefunden, mit Leertaste können wir ausweichen. Das habe ich auch zugegebenermaßen sehr spät erst gesehen. Und ich finde, das Spiel macht sehr viel Spaß. Wir können noch ein bisschen Karte erkunden. So,
Jetzt haben wir eine Fähigkeit freigestellt. Die ist für hier unten. 6 verschiedene können wir haben. So, Körperschlag. Schleudert deinen Körper in die Beine vor dir und du versuchst 550 Schaden. Der Schaden wird mit 1,6 multipliziert, basierend auf der Gesundheit. Also wenn wir Schaden kriegen, ist das, wird es natürlich weniger. Schnellschuss, führe einen schnellen Schlag vor dir aus, der 187 Schaden verursacht. Der Schaden wird mit 1,26 multipliziert, basierend auf deiner Bewegungsgeschwindigkeit. Also das ist gut, wenn wir uns noch irgendwie schneller kriegen. Wirft eine Bombe vor dich, die in einem Bereich 220 Schaden verursacht und in 15 kleinere Bomben explodiert, die jeweils 33 Schaden verursachen und Bluten bewirken. Bluten verursacht 88 Schaden über 10 Sekunden. Ist auch gut, aber sehr lange, bis die Fähigkeit aktiviert wird. Das hier ist gut, da wir dann, wenn wir schneller sind, das mehr wird. Und es geht auch sehr schnell jedes Mal, das Aktivieren der Fähigkeit. Schön die Kristalle einsammeln. Eine seltene. Erhöht Blockkraft um 12. Erhöht die Chance auf Mehrfachwirkung um zusätzlich 4%, was die Chance erhöht, alle Fähigkeiten mehrfach zu aktivieren. Erhöht deinen Modifikator für die Wirkhäufigkeit um 5. Ist natürlich das dann am sinnvollsten, dass die öfter aktiviert werden, unsere Fähigkeiten. Oh. Da sind jetzt Fernkämpfer. Hauch von Eis. Gewöhnliche Power. All deine Angriffe haben eine 40%ige Chance, das Ziel mit langsam treffen. Langsam verringert die Bewegungsgeschwindigkeit für 8 Sekunden um 10. Erhöht deinen Schadensmodifikator um 10. Ah, das hier hatten wir eben schon. 4% ist nicht so wirklich. Wir müssen jetzt nur aufpassen, in die Richtung, in die wir zielen, schießt die eine Fähigkeit. So, den größeren haben wir erledigt. Langsamer Angriff der Ziele in einem großen Bereich in der Richtung, in der du zielst, angreifst. Das geht ja, weil wir haben ja schon einen mit Fee, also wenn wir die Richtung machen müssen. Donnerschlag ruft einen Donnerschlag über einen zufälligen Feind. Ja, das ist ja schon wieder nicht so gut, zufällig. Der kann ja sonst wo stehen. Lieber alles zentriert um uns herum oder in eine Richtung. Blitzschlag. Feuer 3 Blitzgeschosse ab, die in einer Linie über eine sehr große Entfernung durch Feinde hindurchgehen. Ja, das wäre ja cool, ne? So. Gucken wir hier mal ein bisschen rum. Oh. Verhängnisvolle Schläge. Gewöhnliche Power. All deine Angriffe haben eine 20% Chance, das Ziel mit Unheil treffen. Unheil verursacht 48 Schaden nach 5 Sekunden. Der Schaden wird bei neuen Einsätzen erhöht und die Dauer aktualisiert. Wenn Unheil mehrfach Schaden, mehr Schaden als das Ziel Gesundheit hat, ansammelt, wird es sofort das Ziel töten. Erhöht deinen kritischen Treffermodifikator um 12. Schadenmodifikator um 5. Ja, machen wir 12% Crit mehr. Weil das hier noch haben die Feinde nicht sehr viel Leben. Uns wird auf der Karte hier ein Kristall angezeigt. Ah, okay. Das ist ein grüner. Der gibt uns Leben zurück. Da weiß ich aber auch leider, habe ich nicht drauf geachtet, wie viel. Ungewöhnlich ist ja schon besser als normal, ne? Blockkraft. Reißmodifikator 5. Erhöht deinen Modifikator für die Wirkhäufigkeit von Zaubern um 10. Der macht alle Zauber. Dann sollten wir den wohl nehmen.
Wir haben rechts oben auch Ziele, die wir erledigen müssen. Wir müssen Lords der Leere eliminieren, 5 Stück. Und die tauchen auf, wenn wir genug Monster getötet haben. So. Leere, aktive Fähigkeit. Erzeugt einen zufälligen Standort eine Leere, die Feinde in einem großen Gebiet 6 Sekunden lang zu ihrem Standort zieht und Unheil verursacht. Heldenhafter Angriff. Langsamer Angriff der Ziele in einem großen Bereich der Richtung, in der du Ziels angreifst. Das ist ja gut, dann haben wir 3 davon. Schleudert deinen Körper in die Feinde vor dir und verursacht 600 Schaden. Der Schaden wird mit 1,6 multipliziert, basierend auf unserer Gesundheit. Also ist beides in eine Richtung. Fähigkeiten Slam frontalphysikalisch. Heilig schwingen frontalphysikalisch. Ja, ist ein bisschen langsamer hier der Zauber. Aber wir nehmen wohl den, der verursacht noch eine Verwirrtheit. Oh, ein größerer Gegner. So, okay. Was jetzt? Ungewöhnliche Power erzeugt 4 feurige Kugeln, die um dich kreisen, 48 Schaden verursachen und beim Aufprall auf einen beliebigen Gegner verbrennen anwenden. Für jedes Mal, wenn diese Fähigkeit ausgewählt wird, werden 4 zusätzliche Kugeln hinzugefügt. Die Kugeln tauchen alle 10 Sekunden wieder auf. Oh, das war, nehmen wir das. Müssen. Okay. Ungewöhnliche Power erhöht die Wirkhäufigkeit von Zaubermodifikator der Fähigkeit Schnellschuss um 20. Schadenserhöhung, seltene Power. Erhöht den Schadensmodifikator aller Fähigkeiten des Typs Schwingen um 30. Der hier ist Schwingen. Ah. Und der ist Schwingen. Also das bringt uns für 2 Sachen was. Dann nehmen wir das. Wir müssen gucken, dass wir immer diese Zauberer töten. Die Fernangriffe können. Unterwerfung, aktive Fähigkeit. Ein mächtiger Schlag in die Richtung, auf die du zielst. Verursacht 60 Schaden und zusätzlich 12 Schaden pro Stapel von Bluten oder Blutung. Bei den betroffenen Zielen wird, wobei Zerbrechlichkeit angewendet wird. Zerbrechlichkeit erhöht den erlittenen Schaden für 6 Sekunden um 12. Wir haben aber nichts, das Bluten oder Blutung erzeugt. Mach dich und all deine Verbündeten in der Nähe stark und erhöht 10 Sekunden lang den Modifikator für die Bewegungsgeschwindigkeit um 20%. Für die Wirkhäufigkeit von Zaubern um 40. Boah, 21 Sekunden. Also immer 12 Sekunden sind wir wieder langsam und dann wieder schneller. Beschwört für 20 Sekunden in dem Boden erbebendes Totem. Ja, das bleibt ja dann stehen. Das ist auch nicht so der Hit. Ach, wir müssen 1 nehmen. Aber wir haben nichts, das Bluten verursacht. Ja, dann machen wir uns ab und zu schneller. Ah, eliminiere Kolumet, den Avatar des Eises. Oder auch nicht. Erhöht die maximale Gesundheit um 30. Deine aktuelle Gesundheit wird proportional angepasst. Blockkraft um 4% erhöhen. Erhöht deine kritischen Treffermodifikator um 12. Davon haben wir auch sogar schon einen. Ja, da jetzt ein Boss kommt, machen wir mal lieber mal 30 Sekunden. 30 Leben mehr. Also der schlägt wohl rundum. Oh Gott, da waren wir zu nah. Oh, der ist tot. Seltene Power erhöht den Wirkhäufigkeit von Zaubermodifikator der Fähigkeit Blitzschlag.
Haben wir gar nicht. 4% Chance auf Mehrfachwirkung. All deine Angriffe haben eine 30%ige Chance, das Ziel mit Gift treffen. Oh ja, nehmen wir Gift. Wir haben nämlich nichts, was Blitze erzeugt. So, Chaos Golem. Ruft ein Chaos Golem herbei, die für dich kämpfen. Es können maximal 3 davon gleichzeitig aktiv sein. Sehr hoher Cooldown, ne? Ist tot im Zeug, braucht keine Sau. Donnerschlag. Ruft einen Donnerschlag über einen zufälligen Feind. Ach ja, das war ja, das hat man schon mal gesehen. Ja, dann so ein Golem. Der Cooldown läuft ja runter auch. Wenn der Golem noch am Leben ist, denke ich mal, oder? Müssen wir jetzt mal gucken. Ah, da ist der Golem. Oh Gott, was macht denn hier so einen großen Kreis, ey? Ah, hier mal ein bisschen rumlaufen, ein paar Kristalle und sowas einsammeln. Warte mal, haben wir das mit dem verlangsamen Hauch von Eis schon? Das hat man noch nicht ausgewählt, ne? Nee. Oh, hier kritische Treffer um 36% erhöhen. Die Chance dafür. Ah, unser Golem, der steht da drüben und prügelt sich einfach. Mehrfachwirkung. Erhöht die Chance auf Mehrfachwirkung all deiner Fähigkeiten des Typs Frontal. Frontal? Haben wir auch noch einen. Ne, hier ist noch einer frontal. Ja, das wäre ja cool. Nehmen wir das. Wenn wir gleich 2 von den Fähigkeiten haben. Boah, unser Golem verliert gar kein Leben. Jetzt gucken wir mal, ob hier irgendwas besser ist als eins, was wir haben. Weil dann können wir das tauschen. Wirf eine Bombe vor dich, die Feinde in einem großen Bereich in Richtung ihrer Position zieht und Schaden verursacht. So. Das wäre frontal, dann gibt es sogar direkt Power-Up durch die eine Fähigkeit von eben. Bombenregen. Wäre auch frontal. Dauerhaft, statisch, physikalisch, Typ Bombe. Hinterlässt eine permanente Falle im Boden, die explodiert, wenn ein Feind drauf tritt. Feuert 10 Bomben in einem Bereich vor dir ab, die jeweils 84 Schaden verursachen und Schwäche anwenden. Schwäche erhöht 6 Sekunden lang allen erlittenen Schaden um 3%, den durch negative Effekte erlittenen Schaden um zusätzliche 3%. 3V%? Bestimmt einer vertippt. Ja, aber das hier ist auch cool, ne? Wirft eine Bombe vor dich, die Feinde in einem großen Bereich Richtung zieht. Also 10 kleine Bomben oder eine große Bombe? Und die saugt die Feinde an. Oh. Ach nee, warte mal. Müssen wir mal gucken, mit was wir das austauschen. Mach dich und all deine Verbündeten. Ah ja, hier, das hat ja so einen riesen Cooldown und macht uns ab und zu stärker. Schneller. Warte, und die Modifikator für Wirkhäufigkeit von Zaubern. Aber das ist ja jetzt... Ja, dann nehmen wir gar nichts davon, behalten wir erstmal unsere. So, er hat den Schadensmodifikator der Fähigkeit Wirbelwind. Oder wir machen uns 20% schneller. Warte, erhöht das Level der Fertigkeit um 1. Gott, vielleicht sollten wir die erstmal hochkriegen hier. Wer weiß, wie viele Level es gibt. Erhöht den Wirkhäufigkeit von Zaubermodifikator der Fähigkeit Blutrausch. Blutrausch ist ja gar nichts. Magnetisch und Angriffsgeschwindigkeit. Erhöht den Wirkhäufigkeit von Zaubermodifikator der Fähigkeit Blitz um 20%. Blitz. Muss man aber jetzt erstmal gucken.
Blitz haben wir gar nicht. Aber nehmen wir Magneten. Können wir die Sachen besser anziehen. Okay. Block erhöhen oder dein Modifikator für die Wirkhäufigkeit. Oh ja. Also irgendeiner zaubert hier doch. Ist der denn? Das hatten wir alle schon mal gesehen. Gift. Gift haben wir schon. Jetzt haben wir Gift zweimal. Die maximal aktivierten Einheiten und die Anzahl der Einheiten, die durch die Chaos-Golem-Fähigkeit herbeigerufen werden, erhöhen sich um 1. Oh, wir kriegen einen zweiten Golem. Das ist ja cool. Dann haben wir zwei Golems, die du nicht kaputt kriegst. Gift erhöhen. Da ist der, der zaubert. Und tot. Schattenstachel. Oh, Schattenstachel werden in einer geraden Linie in Richtung zufälligen Feindes auf dem Boden herbeirufen. Unheil. Geschoss bersten physikale Schatten. Ja, das macht uns schneller und wir können schneller zaubern. Hier, das hätten wir Level 1. Drei Blitzgeschosse. Elektrisch Geschoss, magisch physikalisch. Schattengeschoss, bersten physikalisch. Oh. Der verursacht noch Unheil. 420 Schaden nach 5 Sekunden. 372 Schaden und verwirrt. Verbessert die Chance, kritische Treffer zu erzielen für 8 Sekunden lang um 8%. Ich würde sagen, Unheil ist besser, oder? So, welchen haben wir hier? Den da. Naja, bewegen nicht vergessen, wa? Da ist schon wieder einer, der auf meine Golems zaubert. Hier, der da. So. Rüstung. Gift nochmal erhöhen. Oder kritische Treffer. Machen wir kritische Treffer. Okay. Erhöht den Schadenmodifikator der Fähigkeit heldenhafter Angriff um 30. Heldenhafter Angriff. Heldenhafter Angriff ist Level 3, ist jetzt an Level 4. Also immer die Feinde schön zu unseren zwei Golems locken. Na mal. Das sah aus, als hätten wir drei Golems. Warte mal, wir können doch nur zwei haben, oder? Es können maximal 4 davon gleichzeitig aktiv sein. Ruft 2 Chaos-Golems herbei. Ach, er ruft generell einen herbei, dann Cooldown, ruft den zweiten herbei und wenn der erste noch lebt, haben wir 2. Und durch einen Modifikator haben wir jetzt 3. Ich dachte, wir haben jetzt nur 2. Aber ist ja 3 super krass. Ja, davon nehmen wir nichts, nehmen uns ein Power-Up. Hauch von Eis, haben wir immer noch nicht genommen, ne? Nee. Also 10% schneller. Erhöht die Chance auf Mehrfachwirkung. Oh, wir nehmen Mehrfachwirkung. Also wir haben jetzt 3 Golems. Wir müssen mal ein bisschen aufpassen. Oh, ich wollte gerade sprinten. Erhöht den Schadensmodifikator der Fähigkeit Schattenstachel. Um 45%. Erhöht deinen Modifikator für die Wirkhäufigkeit von Zaubern. Alle Zauber ist natürlich besser, oder? Aber hiermit würden wir die Fähigkeit auch auf Level 2 kriegen. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt, aber... Also irgendwie sind hier Spinnen. Die Spinnennetze erzeugen, die uns langsam machen. So. Unheil. All deine Angriffe haben eine 20% Chance, das Ziel mit Unheil zu treffen. Oh, wir würden Unheil verbessern.
Oh, Unheil ist, das ist natürlich gut. Dann können jetzt mehr Feinde Unheil bekommen. Ja, wenn unsere Golems da schon so viel aufräumen. Gift stampfen. Du stampfst auf den Boden, fügst allen Feinden um 480 Schaden zu und verursachst ihren Zerbrechlichkeit und Betäuben. Nee, das lassen wir mal. Bombenregen. Nö, also die Fähigkeiten. Momentan sind die schon gut. Blocken. Reißmodifikator um 20%. Ja. Also ich wollte gerade sagen, ein gelber Kristall, cool. Dass wir mal ein bisschen hier rumlaufen. Während unsere Golems hier klären. 12% Crit-Chance. Oh, schon wieder so ein Zauberer. Also wir sollen jetzt irgendein... Nö, was ist denn jetzt? Erhöht die kritische Trefferchance um 15. Erhöht die Dauer der Blutrauschfähigkeit. Um 30%. Oh, das ist natürlich gut. Also wir sollen irgendeinen eliminieren. Ich habe jetzt gerade gar nicht aufgepasst. Boah. Okay. Der macht den übelsten Radius. Nee, die Fähigkeiten sind gut. Boah, lila. Schwächen aufdecken. Deine kritischen Treffer haben eine 100% Chance, das Ziel mit Wunde treffen. Wunde. Jedes Mal, wenn du Effekt anwendest, während Wunde aktiv ist, besteht eine 50% Chance, dass sie verdoppelt werden. Oh nein. Also wir sollten uns gleich mal einen grünen Kristall organisieren gehen. Wir haben gerade nur noch 89 Leben. Feuerschild. Gewöhnlich Power. Erhöht den Schadensmodifikator Fähigkeit heldenhafter Angriff. Schadensmodifikator. Dann ist er bei 90. Oder erzeugt 4 feurige Kugeln, die um dich herumkreisen und Verbrennen verursachen. Wir nehmen mal das Feuerschild. Ah, da ist noch der Kristall. Schnell einsammeln. Oh, jetzt ist aber krass. Erhöht den Schadenmodifikator all deiner Fähigkeiten des Typs Frontal um 40%. Wenn eine Fähigkeit keinen Schaden verursacht, wird stattdessen die Stärke ihres Effekts erhöht. Derselbe Effekt wird auch auf Einheiten angewendet, die von Fähigkeiten des Typs herbeirufen werden. Okay. Aber frontal. Frontal? Frontal? Nicht frontal. Oh, frontal ist schon mal gut. Erhöht den Schadensmodifikator all deiner Fähigkeiten des Typs Bersten. Berst haben wir nicht. Ja, da ist Bersten jetzt, aber das bringt uns mehr. Krass, ich habe gar nichts gemacht. Giftig haben wir, so wie es aussieht, dreimal. Mehrfachwirkung, ja, Mehrfachwirkung ist auch gut. Wo ist denn dieser dämliche Zauberer schon wieder? Der meine Golems angreift. Find der wohl ganz witzig. Rüstung um 16. Wir gehen jetzt mal gucken, ob wir hier noch irgendwie Kristalle finden. Ja, da ist zum Beispiel einer. Braun. Schon wieder ein Zauberer gewesen. Also die Zauberer sind ja schon ganz schön penetrant, muss man ja mal sagen.
Boah, was habe ich, was, da kam gerade eine Schlange. Okay, jetzt haben wir Schlangenfeinde. Die werfen Gift. Müssen wir jetzt besonders aufpassen. Erhöht die Chance auf Mehrfachwirkung deiner Fähigkeit Wirbelwind. Immer. Also eigentlich wollte ich ja Kristalle suchen gehen. Also es geht hier und bei unserem Golem so ab. Schattenbolzen, der ist neu. Schießt 7 schattenhafte Geschosse auf einen zufälligen Gegner. Unheil, oh, Unheil wäre auch schon wieder gut. Aber wir haben ja hier Unheil. Und die anderen Fähigkeiten sind auch gut und schon ein bisschen gelevelt. So. Erhöht die Stärke des Stärkungszauber der Blutrauschfähigkeiten um 30%. Die Stärke. Also nicht nur ein Effekt, sondern auch, was er verursacht. Cool. Also mal ein bisschen hier Karte erkunden. Boah, die ist golden, die Schlange. Irgendein Boss ist aufgetaucht. Oh Gott. Was geht da denn? Legendär erhöht die Chance auf Mehrfachwirkung zusätzlich 20%. Ja, aber wo ist denn der Boss? Ach, da unten. Also irgendwo hier. Ach, der ist schon tot. Oder was? Also da ist ein Kristall. Ich denke mal. Scheint tot zu sein. 10% Zerbrechlichkeitschance. Blutrausch nochmal 30%. Dann machen wir das. Leere Unterwerfung Titan. Selten baue ich den Wirkhäufigkeit von Zaubermodifikatorfähigkeit Schnellschuss um 30. Für all deine Angriffe haben 20% Schaden, Unheil zu treffen. Noch mehr Unheil? Ne, wir machen mal hier die Fähigkeit auf Level 4. Kritische Treffer 24%. Einheiten, die mit der Chaos-Golem-Fähigkeit herbeigerufen werden, erleiden 2 weniger Schaden. Erhöht Bereichmodifikator der Fähigkeit heldenhafter Angriff. Ja, ne, dann nehmen wir das für die Golems, ne? Dann halten die mehr aus. So muss das sein. Also die Golems sind richtig gut. Ich glaube, ohne die wären wir schon längst draufgegangen. Aber ich müsste jetzt auch mal ein paar Sachen einsammeln gehen. Also wir müssen die Golems noch stärker machen. Ab und zu sterben die dann doch. Und scheinbar, wenn wir über die Karte gehen, kommen auch neue von diesen Kristallhaufen, die wir zerstören können. Schattenstachel, 30%. Oh, machen wir mal Schattenstachel. Jetzt sind Wölfe aufgetaucht. Als Feinde. Also mit 4 Golems ist das natürlich voll cool. Nicht nur das... Boah. Das sind Selbstmordattentäter. Mit Sprengstoff auf dem Rücken. War schon wieder ein Zauberer irgendwo. Da. Also eigentlich sollte ich ja bei meinen Golems bleiben. Aber wichtig sind ja auch, da ist einer. Wichtig ist ja, dass wir die anderen Sachen auch noch einsammeln. Ne, unsere Fähigkeiten sind gut. Tödliche Wirkung erhöht kritische Trefferchance um
5. Maximale Gesundheit um 30. So. Hier ist jetzt ein größerer aufgetaucht. Und tot ist er. Da ist noch so einer. War ganz viele gelbe Sachen zum Einsammeln. Bereich um 15%. Also irgendeinen König sollen wir eliminieren. Der da gerade so rumwirbelt, denke ich mal. Ja, wie soll ich den denn besiegen, wenn er so rumwirbelt? Wow. Meine Golems machen das. Epische Power. Wirkhäufigkeit erhöht. Feurige Kugeln verbessern. Die haben wir doch aber schon einmal ausgewählt, ne? Schild. Da, zwei haben wir schon. Die müssen ja verbessert werden, oder nicht? 8 Kugeln. Ah, es werden immer 4 mehr. Aber alle Zauber 20% häufiger. Machen wir das mal. Also ist ein bisschen voll hier. Und manche haben übelst großen Bereich, in dem die Schaden verursachen. Da schnell wieder rauszukommen, muss man ganz schön aufpassen. Boah, wieder Chaos Golem, 2 weniger Schaden. Also die Golems stärker machen, das ist richtig gut. Also, denke ich mal, keine Ahnung. Boah, hier, schon wieder so Zauberer. Die Zauberer haben jetzt einen lila Schimmer. Also ich glaube, die Einheiten werden stärker. Nicht nur mehr. Modifikator für Wirkhäufigkeit. Wir können ja auch mal Blocken erhöhen. Dann werden wir nicht so oft getroffen. Ich habe eben irgendwo festgesteckt. Boah, es sind super viele Zauberer auf einer Stelle. Also ich finde die Farbe, also dass es so schön farbig ist, ist angenehm. Es gibt unterschiedlichste Monster. Super viel zum Freischalten, also sich erspielen. Das ist ja immer voll cool. Wenn man das, also einen Anreiz hat, es öfter zu spielen. Oh, was jetzt? Wenn man Anreiz hat, es öfter zu spielen. Verbrennen. Rüstung. Kritisch Treffer. Na, wir machen mal Rüstung. Dann macht es wenigstens Spaß, es öfter zu spielen. Wenn du so Sachen, die ja erst noch freispielen musst und alles. Ah, wir haben übrigens schon 4 Lords der Leere eliminiert. Also Golems regelt. Also Golems ist schon richtig geil. Was bei meinen Golems hier auch abgeht. Voll geil. Also das ist doch bestimmt die beste Karte, die man bekommen kann, oder? Das mit den Golems. So, was nehmen wir denn jetzt? Oh, Golem. Erhöht die Gesundheit meiner Golems? Ja, hau rein.
Also wir müssen noch 100 Gegner töten, dann kommt scheinbar der letzte Boss. Und ich gehe mir jetzt hier nochmal ein paar Kristalle organisieren. Da ist jetzt viel mehr drinne. Mal, da ist noch ein grüner. Ah, also es hakt immer kurz. Gut, ist ein Early Access Spiel noch. Wenn der Boss auftaucht, hakt es kurz. Oh, da ist die Fähigkeit vom Boss. Diese rote hier. Also der muss irgendwo in der Linie sein. Hm, Schattenstachel oder heldenhafter Angriff. Der ist auf 5. Wir machen lieber mal den hier auch noch einen höher. Wollen wir mal gucken, wo der ist. Nein, Bäume. Die halten einen auf. Also man kann nicht durch Bäume laufen. So. Immer hinter dem Boss stehen. Nee, oh, Bäume. Lass mich doch mit den Bäumen in Ruhe. Der ist jetzt aber an echt einer sehr doofen Stelle gekommen. Noch schnell Sachen einsammeln hier. Der Boss ist nämlich gleich tot. Aber ich weiß nicht, das ist bestimmt dann zu Ende, das Level. Schnell noch ganz viele Sachen einsammeln. Drohne ist unheil. Das haben wir aber noch nicht, oder? Sieht nicht so aus. Jedes Mal, wenn du einen Stapel von Unheil einsetzt, besteht 50% Chance, dass auch Verwirrtheit einsetzt. Hm. Oder das hier um 20%. Erhöht die Wirkhäufigkeit von Zaubermodifikator der Fähigkeit Blutrausch. Oh, das ist natürlich viel besser. Gib mir den Kristall. Nein, ich will den Kristall. Mist, da war übrigens eine neue Fähigkeit. Zurück durch das Portal. Warum in Himmels Willen bin ich jetzt so langsam? Geht er da alleine durch? So. Beende. Oh, ja, gut. Da stand eben irgendwas. Also scheinbar sind wir jetzt mit dem Barbar auf Level 5. Von diesen bunten Steinen haben wir einen eingesammelt. 16.000 von diesen blauen, die wir zum Aufwerten teilweise benutzen können. Prestige. Das ist wahrscheinlich, hat dieselbe Farbe bestimmt nur hierfür. Neuer Rekord, 15 Minuten 46. Also das geht wahrscheinlich dann auch noch schneller, weil er ist der zweite Versuch. Elitefeinde. Aha. Gar nicht mitgekriegt. Oh, hier die Chaos-Golems, die haben reingehauen. Und Schnellschuss war unsere beste Fähigkeit. Also es ist wirklich gut, hier scheinbar dieses Level zu erhöhen. Dann gehen wir jetzt mal zum Menü. So, also irgendwelche Erfolge. 6 Stück haben wir bekommen. Was haben wir denn bekommen? Beende ein Spiel in weniger als 20 Minuten, weniger als 25 Minuten. Also irgendwie... Oha, 8 Minuten. Oha. Guck mal, entsperrt der Herr der Hunde zum Kauf im Spielfigur. Und Napalmknall. Feuert einen Feuerstrahl in einem Kegel vor dir ab, der 40 Schaden verursacht, Schmelzen bewirkt und einen brennenden Bereich im Boden hinterlässt, der fortlaufend Schmelzen auf Feinde anwendet. Oh, das hört sich aber auch gut an. Oh, guck mal, wir hätten fast das hier geschafft.
Naja. Ah, und dann muss man das auch noch alles in unter 12 Minuten mit jedem schaffen. Also in 8 Minuten, egal mit welchem. Also in weniger als 8 Minuten mit egal welchem. Und in weniger als 12 Minuten mit allen. Okay. Das ist eine gute Herausforderung dann. Lord der Leere, das war vorhin. Zwei Lords der Leere. Wir haben eine neue Karte freigeschaltet. Die Höhlen von Dalzok. Aber es waren doch noch ein paar, oder nicht? Erfahrungslevel 25. Eine Schockwelle hatten wir vorhin schon, ne? Das hier muss neu sein. Erfahrungslevel 50. Flammenwelle verursacht an deinem Standort eine gewaltige Explosion, die den Gegnern in der Nähe 150 Schaden zufügt, verbrennen bewirkt, betäuben und sie zurückdrängt. Verbrennen verursacht 400 Schaden über 8 Sekunden. Betäuben für 2 Sekunden kann keine Aktion erfolgen. So, was haben wir noch? Boah, wenn wir 600 der Bosse besiegen, gibt es auch was. Entsperrt Flüche in das brennende Tal. Was ist das denn? Flüche. Sind dann die Feinde jetzt automatisch stärker? Dann wäre ja doof, dass wir es geschafft haben. Prestige Level 5 mit dem Barbar. Das haben wir ja auch geschafft. Durchdringender Schrei. Schwächt alle Feinde in der Nähe und reduziert ihre Rüstung für 50 Sekunden um 5. Also aber sehr lang und nur 15 Sekunden Cooldown. Na, das ist ja cool. So. Aber wir haben keinen der Folge freigeschaltet, der hier irgendwas freischaltet. Das ist ja... Müssen wir uns mehr anstrengen. Prestige Level 10 haben wir ja auch noch nicht. Ah, dafür sind diese Sachen. Aber keine Ahnung, wie viel Materialien wir brauchen. Das ist bestimmt viel zu wenig oder so, keine Ahnung. So, den haben wir auf Level 5. Aber der bleibt so, ne? Nee, einzigartige Fähigkeit, durchdringender Schrei. Das war eben von den Erfolgen. Also das haben wir freigeschaltet, aber sonst bleibt scheinbar alles so. Kampf? Nee. Und den hier haben wir jetzt freigeschaltet. 10.000 wollen die dafür haben. Minus 40 maximale Gesundheit, minus 10 Modifikator für Bewegungsgeschwindigkeit. Ja, nee, ist klar. Der ist ja viel schwieriger. Was macht der hier? Maximale Gesundheit minus 30. 20 kritische Treffer, 20 Schaden, 30 Rüstungsstärke weniger, 10 Bereichsmultiplikator mehr. Feuerslash schickt einen feurigen Slash nach vorne, verursacht 50 Schaden und bewirkt Verbrennen. Verbrennen verursacht 170 Schaden über 8 Sekunden. Okay. Der hat nur Pluswerte. Der hier hat Minuswert und der auch. Ah, guck mal, 10.000 Feinde. Wir haben 2.700 erledigt. Dann kriegen wir den hier. Aber ich finde 10.000 jetzt dafür zu bezahlen, 5.000 für den, da ist es doch bestimmt erstmal sinnvoller, das hier zu machen. So Grundwerte erstmal sich erhöhen. Und hier 3 haben wir immer noch nicht. Was ist das denn hier? Erhöht kritische Treffer um 2. Erhöht deinen kritischen Treffer Modifikator um 5. Hier ist einfach Crit-Chance um 2% erhöht. Hier nur der Modifikator dafür. Erhöhe die Ruhmkraft all deiner Spielfiguren um 1. Die Runenkraft. Was ist die Runenkraft? Das hier, ne? Aber da haben wir ja gar nichts freigeschaltet. 3000 Elitefeinde. Wenn ich wüsste, wo man hier anfängt. Außen, innen. Der Pyromant haben wir nicht. Mit der Pyromant. Ja, alles mit Pyromanten jetzt hier, oder wie?
Der Ritter des Todes. Der Zauberbrecher. Der Barbar. Aha. Level 60 mit dem Barbar. Level 30. Und in weniger als 12 Minuten. Das müsste ja beim nächsten Versuch klappen. Wenn wir uns Fähigkeiten erweitern noch. Kommt bestimmt auch immer drauf an, welche Fähigkeiten man wann bekommt. Und dann kriegen wir bestimmt irgendwie eine Fähigkeit. Weiß ich leider nicht. Steht ja nicht zwei dabei. Ha. Also müssen wir ja sowieso jeden Charakter Stufe 60. Wo steht denn die Endstufe der Spielfiguren? Da steht ja jetzt einfach nur Stufe 5. Ha. Also scheinbar muss man ja jeden Charakter auf Stufe 60 bekommen können. Dann wird Stufe 60 bestimmt auch die Endstufe sein. Vielleicht gibt es da einen Erfolg, der das genauer beschreibt. Na, guck mal. Ritter des Todes. Level 30, Level 20, Level 60. Und dann ist es ein anderer Charakter. Also ist 60 das höchste. Ja, dann wird ja unser Ziel sein, alle freischalten und alle auf Level 60 bringen. Hier alles freischalten. Hier schalten wir es ja frei, wenn die alle auf 60 sind. Und wir genug Erfolge haben. Ja, ich würde sagen, investiere jetzt hier nochmal mit euch kurz. Maximale Gesundheit, Blockkraft, Rüstung, das geht nicht. Alle Gesundheitskristalle erhalten Gesundheit um... Ja, was ist los? Sonst geht's oder was? Erhöht den Modifikator für die Reichweite um weitere 40%. Dann machen wir das mal. Hier 1000 für ein bisschen schneller. Erhöht den Modifikator für die Wirkhäufigkeit von Zaubern. Machen wir auch. Steigert die Anzahl geringer Seelensteine, die du verdienst. Ah, cool. Erhöht deinen Erfahrungsmodifikator um 5%. Das ist ja natürlich dann... Ja, die Anzahl... Also wir sollten uns vielleicht... Also... Wir werden bei jedem Level Up um 4 geheilt. Das ist natürlich auch gut. Also 5000... 6, 5... 8... Ah... Ja, das lassen wir dann wohl, weil hier 5% mehr Erfahrungspunkte ist auch besser. Dann können wir schneller leveln in den Versuchen. Und 10 Seelensteine mehr. Wirkhäufigkeit von Zauber. Reichweite. Ja, der kostet gelb. Da haben wir einen von. Bietet dir die Chance, neue Fähigkeiten zu erhalten, wenn du ein Level aufsteigst. Kosten pro Match 1. Kosten pro Match. Das müssen wir hier jedes Mal machen. Wir haben ja eben noch einen bekommen. Wie sollen wir das machen? Okay. Ja, machen wir jetzt mehr Seelensteine. 20% mehr, die wir hinterher raus haben, ist natürlich geil, ne? Oder Reichweite noch erhöhen. Ich weiß nicht. Ich glaube erst mehr Seelensteine, oder?
Aber eigentlich müssen wir schneller werden. Also von der Zeit her, die wir brauchen. Aber das hier eigentlich auch gut. Schadensmodifikator erhöhen. Ja, wir machen. Oh, ich weiß nicht. Weil kann ja auch Glück gewesen sein, dass wir es irgendwie geschafft haben. Ja, wir erhöhen lieber unseren Schaden. 1200, das reicht ja gar nicht so. Doch, für Gesundheit. Ja, dann erhöhen wir unsere Anfangsgesundheit noch um 10. So. Ja. Okay, also es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich werde jetzt für uns dann die anderen Charaktere freischalten. Also auch dann logischerweise kaufen. Und sie euch dann vorstellen. Nach und nach. Einmal so, wie sie sind, würde ich sagen. Und dann mit dieser verbesserten Waffe hier. Weil die wird ja wohl irgendwie. Die muss den ja bestimmt ein bisschen stärker machen. Oder es wird eine der beiden Fähigkeiten sogar freigeschaltet. Das weiß ich ja gar nicht. Ja, die ist doch ausgewählt. Und dann werde ich sie euch einmal noch auf Level 60 vorstellen, alle. Wir wählen ihn jetzt mal aus und gucken mal kurz. Okay, was ist denn jetzt kaputt? Ah, okay. Ah, das Flüche haben wir auch freigeschaltet. Was ist denn das? Flüche der Leere. Leblose Leere verringert alle empfangene Heilung. Ja, aber das haben wir. Rache der Leere. Jedes Mal, wenn du einen Feind tötest, besteht eine 10% Chance, dass ein Meteor in der Nähe deines Standortes hält. Also das ist wieder Hardcore-Modus. Elite-Feinde spawnen jetzt 10% häufiger. Explosive Kobolde erscheinen jetzt früher im Spiel. Und dann Gesundheit des Feindes. Ah, also wenn wir so machen würden. Oh, wir kriegen dann mehr Seelensteine, wenn wir es jetzt auf Hardcore spielen. Aber Gesundheit der Feinde plus 20% Schaden am Feind. Warte, Schaden am Feind? Ist doch gut, oder nicht? Plus 4%. Schaden am Feind. Das wäre doch. Also, wenn ich es jetzt nicht falsch rum verstehe. Schaden am Feind. Plus 4%, ja gut für uns. Angriffsgeschwindigkeit der Feinde. Das ist schlecht. Bewegungstempo des Feindes. Das ist auch schlecht für uns. Lord der Leere, zusätzliche Gesundheit 80%? Um was zum. Das muss ja aber. Ach, okay. Bleibt trotzdem an. Boah, also das ist ja. Okay. Das kann man bis Level 7 hochmachen. Mit 41 oder mehr Fluchintensität. Fluchintensität 4. Und dann schalten wir das frei, wa? Boah. Also, das hier und dann schalten wir es 2 frei. Und wenn wir 2 alles aktivieren, 3. Also alle Flüche, die das Spiel schwerer machen. Bis hier müssen wir aktivieren. Oha. Das ist doch dann super schwer. Also richtig geil. Dann ist es trotzdem wahrscheinlich sinnvoller. Ah, das ist dann hier direkt im Bild. Okay. Die jetzt ein bisschen zu grinden. Also jetzt das hier auf 100. Und dann das und das.
Und dann erst, wenn man ein bisschen Fähigkeitenbaum weiter freigeschaltet hat, dann auf Flüche spielen. Gucken muss man einfach sehen. Man dann direkt alle aktiviert und dann Fluch bis Level 7 durchspielen. Ja, dann werde ich euch wohl die Charaktere, wie gesagt, zeigen auf den verschiedenen Maps. Also jeden Charakter einmal. Und jeden Charakter auf Level 60. Und dann machen wir mit jedem Charakter ein Video auf Fluchstufe 7. Das ist bestimmt ultra schwer und bestimmt ultra geil. Also wenn euch das Spiel auch gefällt, holt euch das so. Auf jeden Fall ist es ein bisschen teurer als die anderen Autobattler. Zurzeit 9,99 € bei Steam. Aber das hier wussten wir ja vorher noch gar nicht. Das macht das Spiel ja noch besser. Super brutal schwer macht's das. Richtig geil. Also da freut man sich doch gleich noch viel mehr, den ganzen Kram freizuschalten, um das zu schaffen. Wenn, holt euch das gerne. Ihr könnt ja auch sagen, ob ihr es schon geschafft habt oder so. Den Fluchfähigkeiten. Könnt ihr gerne Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, wenn ich euch den Fortschritt zeige und die neue Spielfigur vorstelle dann. Wird ja dann, ich denke mal, wir gehen so lang, wie die freigeschaltet werden. Wird ja dann der hier sein. Und dann haben wir ja bestimmt auch schon ein bisschen Fähigkeitenbaum mehr, denke ich mal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn ihr Spaß habt, nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren und liken. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.